Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ihr habt es im Titel wahrscheinlich eh schon gelesen. Irgendwie sage ich das jetzt gerade in jedem Video. Aber heute gibt's eine neue Folge. Diese Tracks müsst ihr im Club spielen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich diese Videoreihe nennen soll, beziehungsweise welchen Titel ich dafür verwenden soll, weil ich will eigentlich dieses Format beibehalten. Da ihr mich ja immer wieder fragt, hey Luis, welche Tracks hörst du? Wo lädst du deine Tracks runter? Welche Tracks soll man in Clubs spielen? Und deswegen habe ich dieses kleine Format mal angefangen. Ich weiß noch nicht, welchen Titel ich für diese Videoreihe nehmen soll. Ich denke mal Teil 2, Teil 3 und so weiter. Also diese Tracks müsst ihr im Club spielen, Teil 2, Teil 3 und so weiter. Deswegen, ich habe euch heute mal wieder 7 heftig geile Drops rausgesucht. Die habe ich mir auch vor kurzem erst runtergeladen. Das heißt, ich werde euch die Tracks natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr die haben wollt, falls ihr euch die mal komplett anhören wollt, klickt einfach mal unten auf die Links. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung zu diesen Tracks sagen oder drunter in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir natürlich auch Tracks von euch oder von anderen Künstlern schicken, auf die ich mal reacten soll oder die ich mir mal anhören soll. Vielleicht wandern die dann in einem meiner nächsten Videos mit rein. Ich würde sagen, ich will heute gar nicht so viel labern, sondern wir starten mit dem ersten Track. Es sind auf jeden Fall ein paar Remixe am Start. Es sind normale Songs, also keine Remixe. Und ja, wir fangen an mit dem ersten, Echo Smith, Cool Kids, Demon, Bootleg, sehr, sehr geiler Track, habe ich mir natürlich gleich wieder gegönnt, wandert auch demnächst in meinen neuen Mix mit rein und ich würde sagen, dreht gerne die Box ein bisschen lauter, Freunde, der Drop, der wird schmecken, 3, 2, 1, wir starten mit dem ersten, let's go. Ihr kennt ja das Spielchen, ich will das jetzt nicht immer allzu lang abspielen wegen GEMA-Problemen und so. Ich werde die Videos eh nicht monetarisieren können, trotzdem wollte ich euch nur immer so 10, 15, 20 Sekunden zeigen von den Drops. Also ihr merkt schon, ich zeige euch ja meistens eigentlich nur die Drops. Wie gesagt, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da könnt ihr euch die Tracks komplett anhören und ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr zum Beispiel in die Beschreibung schaut, weil es viele anscheinend noch nicht wissen, was auch überhaupt kein Problem ist, deswegen erkläre ich es ja. Wenn ihr jetzt hier mal schaut, Bounce United, ziemlich großer Kanal, 1,23 Millionen Abonnenten. Hier gönne ich mir auch den einen oder anderen Track mal und ja, das Problem ist meistens immer, man findet in der Videobeschreibung keinen Download-Link. Hier zum Beispiel Stream-Download kommt man auf Spotify. Spotify kann ich mir keinen Track downloaden. Deswegen, Freunde, schaut gerne auf das Soundcloud-Profil von dem Künstler, der den Song geremixed hat. Zum Beispiel jetzt hier Demon. Ihr geht jetzt hier auf sein Soundcloud-Profil. Meistens verlinken die das unten in der Beschreibung. Und hier kommt gleich der Track Echo Smith Cool Kids. Ist auch sein offizieller Soundcloud-Account. Und hier steht Fett kaufen. Wenn wir drauf drücken, könnt ihr hier kostenlos das runterladen. Und zack, habt ihr den Track schon. Kommen wir zum nächsten Track. Track Nummer 2. Free Your Body Lockdown Remix. Ich muss sagen, Lockdown macht auch ziemlich spezielle Remixe. Feiere ich aber total. Ihr müsst natürlich schauen, ob ihr oder wann ihr solche Tracks im Club abspielt. Ich würde natürlich nicht gleich am Start von eurem Gig, das heißt, sagen wir mal, ihr fangt um 20 Uhr an oder 21 Uhr, würde ich nicht direkt mit so einem Track anfangen. Ich werde dazu nochmal ein separates Video machen, wo ich euch ein bisschen erklären will, welche Tracks wann geeignet sein könnten. Also, wie gesagt, ist ja dann nur meine Empfehlung. Und solche Remixe oder diesen Drop, was ich euch jetzt gleich zeige, würde ich eher dann aufheben, wenn die Leute ungefähr schon einen kleinen Pegel haben, ein bisschen Alkohol-Intus. Ich denke mal so, ja, 0 Uhr, 1 Uhr könnt ihr solche Remixe auf jeden Fall mal rausschallern. Die kommen natürlich dann immer gut an. Müsst ihr natürlich darauf achten, wie die Gäste drauf sind. Aber ich würde sagen, ich zeige euch den Drop. Let's go. Jetzt stellt euch vor, die Tanzfläche ist komplett voll. Alle warten nur auf einen geilen Track zum Updancen und ihr packt den Track raus.
Ciao. Schmeckt, Leute, schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Wie gesagt, die nächsten Remix oder die nächsten Tracks, die ich euch noch zeige, die werden natürlich immer heftiger. Ich habe sogar einen Track dabei, der ist sehr krank. Also da müsst ihr schon überlegen und schauen, ob ihr den überhaupt spielen könnt. Aber ich habe ihn mir mal runtergeladen. Ich werde ihn vielleicht auch mal auf meinem nächsten Gig abspielen und schauen, wie die Leute drauf reagieren. Aber ich denke mal, wenn der Alkohol fließt, dann werden die Hüften schwingen. Nächster Track, Joel Fletcher. Ich glaube, den kennt ihr auch schon, den Produzenten. Sehr, sehr geil. After Dark, Huck Graham and CLXRB Bootleg. So, die machen auch ziemlich geile Remixe, geile Bootlegs. Die haben auch schon mehrere Remixe zusammen gemacht. Hier seht ihr zum Beispiel gleich in der Beschreibung Free Download. Können wir nochmal kurz draufklicken, damit ihr das sehen könnt. Free Download könnt ihr hier runterladen, zack. Und im nächsten Gig verwenden oder im nächsten Gig hernehmen. Und wir hören uns den Drop mal an. Jetzt. Bang them fucking walls. Boom! Junge, Mann, der schallert richtig, Mann. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eure Meinung noch in die Kommentare schreiben. Würde mich echt mal interessieren, ob ihr sowas überhaupt hört. Aber ich denke mal, wenn ihr auf meinem Kanal seid und meinen Kanal schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich auf so ein Shit richtig abfahre. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Remix. Wie gesagt, auch noch kostenlos zum Runterladen. Ihr könnt euch auch mal den originalen Track anhören. Ist auch ziemlich fett. Aber der Remix gefällt mir ein Ticken besser. Und ich würde sagen, wir switchen gleich zu einem meiner Lieblingskünstler auch. Also, was heißt Lieblingskünstler? Der ist mir in letzter Zeit sehr oft aufgefallen. Oder ich feiere einfach seine Remixe abnormal. Hört euch einfach mal den Drop an. Ich finde es unfassbar geil. Ich habe mir, glaube ich, jetzt auch wieder 7 oder 8 Remixe von ihm runtergeladen. Let's go. Auf jeden Fall ein schöner Synthesizer, Mann. Okay, reicht schon wieder, Freunde. Was sagt ihr? Ich finde ihn mega, mega geil. Also, der Synth ist schon richtig nice. So, dann kommen wir zum, was sind wir jetzt, 5. Genau, 5. Track. Diesmal kein Remix, sondern ein Originalsong. Wieder kostenlos zum Runterladen. Ist auch ein ziemlich fresher Track. Hat ein bisschen wenig Aufrufe, schade eigentlich, erstmal ein Like da lassen. Finde ich echt schade, weil der Track ist echt gute Laune, macht Bock und fetzt auch gut im Club. Ist einfach ein Track für gute Laune und den kann man mal zwischendurch abspielen. Ist jetzt nicht so ein Track, wo ich sagen muss, boah, krass, hä, den muss ich safe abspielen. Aber so zwischendurch mal ist der gar nicht mal so schlecht. Und allein der Titel von dem Track, Duba Dubi, sagt schon alles, Freunde. Kommen wir zum vorletzten Track. Da muss ich ein bisschen aufpassen wegen der GEMA. Take On Me, ich glaube, den Song, den kennt jeder. Aber ich glaube den Remix nicht. Deswegen lehnt euch zurück, Freunde. Sehr, sehr geil. Von ihm habe ich mir auch ziemlich viele Remixe runtergeladen. Und
einfach nur krank. Also Leute, der ist, der ist einfach viel zu krank. Und jetzt warten alle auf den Drop. Leck mich doch am Arsch, Mann. Leute, das ist doch wirklich krank, oder? Also ich muss schon sagen, der Track war bis jetzt der beste von den ganzen Remix oder Tracks, die ich euch jetzt hier gezeigt habe. Wenn ihr Bock habt, dass ich mehr solcher Videos natürlich mache, gerne einen Daumen da lassen, gerne Kanal abonnieren, gerne was kommentieren. Ich glaube, dazu brauche ich eigentlich nichts mehr sagen. So, letzter Track, Freunde. Dreht die Box auf jeden Fall ein bisschen leiser, weil ich glaube, das sind 150 BPM. Wenn es mich nicht täuscht, das ist absolut krank. Wirklich absolut krank, Mann. Seid ihr ready? Ich nicht. Ich nicht, Mann. Let's go! Junge! Okay, Leute, ich muss jetzt hier aufhören, das wird sonst zu wild. Also sowas kommt selten in meiner Playlist vor, solche Tracks. Aber geil, Mann. So, da auch gleich mein Like da lassen. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Heute mal 7 Tracks. Letztes Mal habe ich euch 5 Tracks gezeigt. Das Video kam auch ziemlich gut bei euch an. Wie gesagt, monetarisieren kann ich dieses Video nicht. Ist mir aber egal, ich will euch einfach damit helfen oder den Leuten helfen, die sich ein bisschen schwer tun bei der Suche oder nicht wissen, wo sie nachschauen sollen. Deswegen schaut bei mir nach, schaut in die Videobeschreibung. Und ich melde mich jetzt ab, Freunde, ich werde jetzt noch ein bisschen streamen. Und genau, wenn ihr irgendwelche Tracks habt für das nächste Video oder die ich mir mal anhören soll, gerne schicken. Ich melde mich jetzt ab. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wie gesagt, zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis dann. Peace. Einmal muss ich mir das noch gönnen.